Willkommen zurück beim SC Freiburg und hier bei Let's Splinter. Ich freue mich wie immer, dass ihr einschaltet. Wir spielen den Fußballmanager 22 und für die, die schon länger zugucken und zuhören, falls jemand leichte Nuancen in meiner Stimme erkennt, etwas kränklich, aber halb so wild, die Aufnahme geht auf jeden Fall. Und unsere Reise mit dem SC Freiburg setzt sich fort. Der HSV ist zu Gast. Wir erinnern uns, dass Spiel gegen die Bayern, ein wahres 6-Punkte-Spiel in der Tabelle, haben wir lang und breit in der letzten Folge am Mittwoch behandelt und über uns ergehen lassen. Last-Minute-Sieg der Bayern, doch wir schauen voraus. Der HSV, Abstiegskandidat auf Tabellenplatz 17, zu Gast im Deutsche Bank-Stadion. Hier am 16. März 2024 schon. Das heißt, wir kommen wirklich gut voran mit dem SC. Wolkenfreier Himmel gemeldet hier bei uns zu Hause im schönen Stadion. Und insofern freue ich mich mit euch auf die neue Folge und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wie in der letzten Folge angekündigt, hatten wir ein bisschen was umzustellen. Jong ist noch eine Woche verletzt und Sucic übrigens immer noch für ein Spiel gesperrt. Diese Skandalrote, die wir da bekommen haben vor einigen Folgen. Ansonsten stellen wir das Ganze wieder um. Wir stehen wieder offensiv mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Eggestein und Nico machen das gegen den HSV. Und außen links Redmond, rechts Rodrigo. Pedersen wird stürmen. Petzen Daka bekommt mal ein bisschen was zum Durchschnaufen. Nicht, dass er unbedingt müsste, aber ich gebe einfach mal Nils Pedersen wieder die Chance. Taktisch ist das Ganze also wieder relativ auf dem normalen Stand angelangt und wir sind auch gut vorbereitet. Insofern können wir eigentlich in die Partie starten und halten uns nicht zu lange hier mit Feinheiten auf. Und dann wollen wir mal in diesen 28. Spieltag hinein. Der HSV hier tatsächlich mit einer Fünferkette. Zwei zentralen Mittelfeldspielern, Sonny Kittel vorne offensiv, davor Winsheimer und Vidovic. Am gefährlichsten wahrscheinlich Ludovic Reis im zentralen Mittelfeld. Und Wagnumar natürlich auf rechts ein guter Verteidiger. Fünferkette, da müssen wir erstmal durch. Ich hoffe auf die Kreativität unserer Mittelfeldakteure. Anpfiff. Ah, Rodrigo das erste Mal fast durch. Aber der HSV mit der ersten Chance. Vermeintlich abseits von Eisenhut. War wohl gleiche Höhe, aber keiner beschwert sich groß, denn Franz Borkop pfeift und der greift gnadenlos durch. Oh, und dann Ola Aina, flankt einen Tick zu nah vors Tor. Fernandes hat keine Probleme gehabt. Pedersen attackiert ihn unfair. Aber dann sofort das Foulspiel hier entschieden. Erste Annäherung von uns über die Flanke und die rechte Seite. Minute später ist es die Ecke von Suarez, die von Pedersen verlängert wird. Aber Haier ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke von Suarez per Kopfball klären. Chancen sind jetzt da für uns. David riskiert hier einen Strafstoß. Er hat Glück, dass der Schiri nach der plumpen Grätsche nicht auf den Punkt zeigt. Fürs gnadenlose Durchgreifen ist er also sehr verhalten. Reißt schon früh mit Gelb hier. Ola Einer mit einer glatten 1, Rodrigo mit einer 5. Ja, vom HSV kommt nicht viel. Dann die 23. Gefährliche Freistoßchance für Freiburg. 20 Meter Pierre Pedersen diskutieren. Pierre wird schießen, läuft und trifft das Ding. Leicht abgefälscht hier zum 1:0. Viertes Tor für ihn. Weiter so. Aber dann der HSV meldet sich zurück. Reiß liegt quer auf Winsheimer. Verzieht aber. Boah, seit 300 Minuten die Hamburger ohne Torerfolg. Abspiel von Eggestein schwach. Angriffsmöglichkeit damit. Futsch aber das 2:0 direkt danach. Pedersen ist da. Pedersen nutzt seine Chance in der Startelf. Super. Nach einer Ecke. Ja, Rodrigo kriegt einen abgefälschten Ball hinten, hinterm Strafraum. Zieht entschlossen ab. Pedersen steht in der Schussbahn. Fälscht das Ding unhaltbar ab. Reis hatte das Abseits aufgehoben, der macht eine schlechte Figur. Gelb vorbelastet, jetzt hebt das Abseits auf. Kein guter Tag für den besten Hamburger. Wow, eine Minute später erhöhen wir auf 3:0. Redmond mit dem 12. Tor. Rodrigo mit der Vorlage. Ja, und schon ist die Note bei ihm bei 1,5. Da stand eben eine glatte 5 am Anfang. Rodrigo bedient Redmond und der erfahrene Routinier trifft von der linken Strafraumgrenze. Perfekt das Ding, lupft über Hernandez hinweg. Zum 3:0 ins lange Eck. Und so eine entspannte Führung hatten wir auch schon lange nicht mehr, wenn ich mich recht entsinne. Können jetzt schon die Kontrolle übernehmen. Werden wir natürlich tun. Schiri ist genervt. Wir dürfen nicht vom Platz fliegen. Aber lassen jetzt hier Ball und Gegner laufen. Eine Minute gibt es obendrauf. Die verpufft ohne jegliche Zwischenfälle. Wir sind in der Halbzeit und wir sind mit der Mannschaft natürlich sehr zufrieden. 3:0 sieht sehr, sehr gut aus. Schon als Hinspiel hatten wir 2:1 gewonnen und wir werden natürlich ein bisschen durchwechseln, wenn das Ergebnis jetzt nicht früh in der zweiten Halbzeit kippt. Ja, und hier und heute gibt es natürlich nur noch den Sieg und loben unsere Besten. Da wären Braithwaite, der das hinten ganz gut macht, und Redmond, Rodrigo auch.
Ja, Ola Aina macht das sehr gut. Und Petersen eigentlich auch, hat ein Tor gemacht. Wir loben aber Jean-Pierre, weil mir gefällt, dass der offensive Mann hier erstens das Spiel ins Rollen gebracht hat mit seinem 1:0 und dass er scheinbar gut drauf ist heute. Wir lassen alle aufwärmen und werden relativ zügig dann wechseln. Glatzel kommt für Vidovic. Die Hamburger also ganz früh hier mit einem neuen Stürmer. Rodrigo kriegt gelb wegen Meckerns. Das kann mir beim 3:0 nicht gefallen. Und dann der HSV. Wagnermann sieht die Lücke in der Verteidigung, startet durch, Varela verkürzt aber geschickt und kann problemlos das Ding aufnehmen. Und wechseln wir das erste Mal, wird gern Nico einigermaßen viel Erholung geben und bringt deswegen Romo, der zwar ein bisschen defensiver stehen wird, das sollte am Gefüge aber hier nichts machen. Wir wechseln auch schon ein zweites Mal und bringen Beino Gittens für den gelb vorbelasteten Rodrigo. Redmond geht damit auf rechts, Beino Gittens auf seiner favorisierten Linksaußenposition. Das sind die ersten zwei Wechsel hier für uns. Und dann kann es weitergehen. Und dann das 3:1 aus dem Nichts. Der HSV mit dem Anschluss. Winzheimer mit dem sechsten Saisontor. Und schön, dass es den Hamburgern gegen uns dann ausgerechnet gelingt, mal wieder zu treffen. Damit verlieren wir die Spielkontrolle normalerweise, die ich eben wieder reingegeben habe. Ja, seit 325 Minuten Prost Mahlzeit. Wir ermöglichen einfach alles. Haben hier auch gerade nicht viel zu melden. Mora kommt für Eisenhut. Keine Chancen. Ja, und gehen jetzt dann eher aber auf die Konter. Meffert für Reis, der gelb vorbelastet war. Gehen hier in die etwas abwartendere Haltung. Führung natürlich weiterhin trotz allem komfortabel über links Beino Gittens, der sich sofort versucht und eine Flanke nach innen zieht. Ball wird abgefälscht, aber Fernandes hat aufgepasst. Ja, und Beino Gittens macht auf sich aufmerksam. Nächster Torschuss, Minute später. Und auch die Minute drauf setzt er sich gegen zwei Hanseaten durch, spielt auf Redmond. Der lässt Haier ins Leere rutschen, flankt dann nach innen. Eggestein lupft das Ding danach, aber freistehend in die Arme vom Torhüter. Da kann man mal Konzentration fordern und hoffen, dass die Jungs noch ein abschließendes 4:1 setzen werden. Wechseln auf jeden Fall in der Verteidigung jetzt. Diakabi für Stevens. Oh, und dann die Latte, fast das 4:1. Es ist Petersen, der das heute richtig gut macht eigentlich. Nur eine 3 bekommt. Daka wird gleich kommen und ihn ablösen. Aber wir können ihn auch spielen lassen. Bin da gar nicht unzufrieden mit. Stindl wird auf jeden Fall gleich kommen für Jean-Pierre. Und Schmied für Ola Aina. Dann haben wir die frische Ledierten am ehesten raus. Schöne Flanke von Redmond auf Petersen, der das Leder an die Querlatte verlängert. Pierre reagiert schnell, bringt das Ding noch aufs Tor. Aber der Versuch landet im Tor aus und somit bleibt es beim 3:1. Staffelidis für Haier, der mit einer 3,5 noch ganz gut weggekommen war. Wir sind jetzt wieder drückend überlegen hier. Und das nehme ich zum Anlass, jetzt hier zu wechseln. Stindl kommt rein und Schmied für Einer. Dann sind unsere Wechsel durch und die letzte Viertelstunde sollten wir auch so hinbekommen. Mannschaft sehr ausgeglichen. Der HSV hat sich schwach gewechselt. 777er Mannschaftsstärke nur noch. Staffelidis sofort mit Gelb. Holt sich der Karton relativ zeitig hier ab. Und dann die 81. mit einer Großchance. Redmond auf Stindl. Redmond zieht von der Strafraumgrenze ab, aber dann vollkommen daneben. Schuss von Eggestein wird auch von Schonlau zur Ecke abgefälscht. Suarez bringt die rein. Schonlau gewinnt das Kopfballzentrum und die nächste Ecke. Es geht hier Schlag auf Schlag, aber diese Ecke hat Fernandes. Aber Meffert verletzt sich, eine Bänderdehnung. Wir packen das Zeitspiel rein und nehmen ein bisschen den Einsatz raus. Die Hamburger schaffen es, man muss das mal kurz festhalten, 87. Meffert verletzt sich und als letzten Wechsel bringen sie Brené für Paulsen. Und Meffert geht einfach so vom Platz. Gut, halten wir das mal fest. Damit der HSV auf irrwitzige Art und Weise nur noch zu zehnt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was da los ist. Das scheint mir dann doch ein Bug zu sein. 2 Minuten gibt es oben drauf und die sind jetzt abgelaufen. Und wir gewinnen 3:1 und das war wichtig gegen den HSV. Rodrigo zahlt seine leichte Geldstrafe dafür, dass er Gelb wegen Meckerns bekommt. Natürlich gar nicht das, was wir brauchen. Oh, Romo hier mit einer glatten 1. Bester Spieler. Beino Gittens auch noch eine glatte 1 abgeholt. Gute Einwechselleistungen von den beiden. Ja, und wir machen hier nicht viel gut. Die Bayern spielen unentschieden. Immerhin. Damit sind es wieder nur 3 Punkte. Aber ihr seht das Torverhältnis. Wir sind bei minus 1. Das ist wirklich schlecht. Wir müssen es über die Punkte reißen. Der VfB gewinnt mal wieder ein Spiel. Boah, Leipzig 5:0 gegen Gladbach. Und tschüss. Dortmund gewinnt gegen Hannover und marschiert Richtung Meisterschaft. Das sieht immer mehr danach aus. Ungeschlagen. Gladbach gewinnt gegen Schalke.
dürfte damit der Vizemeistertitel werden. Da passiert nichts mehr, da lege ich mich fest. Die Bayern 1-1 gegen Hoffenheim und Stuttgart 5-0 gegen Bielefeld. Ja, gut. Schauen wir auf den nächsten Spieltag. Es folgt eine Auswärtspartie in Frankfurt. Und jetzt gegen Saisonende möchte ich auch ein bisschen auf die Spiele und Paarungen eingehen. Wer sich die Zeit nehmen möchte, einfach dranbleiben. Wir gehen das durch und ihr bekommt das Gefühl dafür, was diese Tabelle hergibt. Die Bayern zu Hause gegen Union. Ein Pflichtsieg eigentlich. Union hier kurz vorm rot eingefärbten Abstiegsbereich. Das muss ein Sieg für die Bayern sein. Ansonsten ist es echt eine riesen Steilvorlage für uns letzten Endes gegen die Eintracht. Die sind 9 Punkte hinter uns. Und ob die jetzt nochmal wirklich angreifen nach oben? Also nein, die 50 Punkte, das sind 12. Die bekommen die nicht mehr in den verbleibenden 6 Partien hin. Es wird sich zeigen, wie die Lust haben, am Spiel teilzunehmen und an der Tabellensituation noch was zu ändern. Leipzig spielt gegen Stuttgart. Das ist ein gutes Duell oben. Boah, die Stuttgarter also mit einer richtig schweren Partie hier in Leipzig, die ja gerade 5-0 Leverkusen aus ihrem eigenen Stadion geschossen haben, um das nochmal festzuhalten. Halten wir fest, die Bayern müssen und die Stuttgarter müssten. Das ist so die Situation im direkten Kampf mit uns. Denn das sind so die 3 Positionen, 6., 7., 8., 50 bis 47 Punkte. Da wird es sich wahrscheinlich dran festmachen. Leverkusen, Wolfsburg darüber jeweils nochmal 3 weg. Und Leipzig muss natürlich auch die Punkte sammeln, um Gottes Willen. Sekt oder Selters, Champions League oder gar keine internationale Reise. Das sind auch nur 6 Punkte bis Stuttgart. Eine Niederlage und das sieht ganz eng aus da oben. Dortmund spielt gegen Hoffenheim und kann im eigenen Stadion den Eindruck zementieren, dass die da oben niemand mehr wegholt von Tabellenplatz 1. Derby, Köln, Leverkusen. Für die Leverkusener auch keine leichte Partie. Auch wenn die Kölner, boah, die müssen da unten auch, guckt euch das an, 18 Punkte. Mit einem Dreier wären die da mal schön oben weg. Platz 14 bis 18, richtig knapp beisammen. Und das ist so die Situation des 29. Spieltages. Für uns bedeutet es ganz einfach, aber das ist klar, weil wenn wir auf die nächsten Spiele gucken, Dortmund danach und dann gegen Leipzig, dieses Spiel gegen Frankfurt müssen die 3 Punkte auf jeden Fall her. Vielleicht ist es das wichtigste Spiel der Saison. Gucken auf die Torjägerliste. Redmond mit seinem 12. Tor hier auf Platz 8. Raspadori und Richter haben 18. Erling Haaland und Batshuayi für die Frankfurter 16 Tore. Auf ihn gilt es natürlich dann zu achten im Spiel. Und was mich so ein bisschen erstaunt ist, dass Bruno Varela unser notenbester Spieler ist. Nicht mal Nico kommt ran, nicht mal Redmond. Suarez auch noch ganz gut dabei. Insgesamt am besten in der Saison. Christoph Kramer. Und jetzt gehen wir die Statistiken durch. Schöne Grüße an den SC Freiburg, die mit Abstand die unfairste Mannschaft sind. Liegt aber einfach daran, dass wir 4-mal glatt rot gesehen haben. Und ich finde, da sollten wir mal mit den Schiedsrichtern drüber reden. Das ist eine Ungleichbehandlung meiner Jungs. Ich möchte eine Pressekonferenz einberufen, die mir aber wohl nicht gewährt wird. Sieht ziemlich miserabel aus. Gelbe Karten sind wir irgendwo im Mittelfeld, aber 4-mal glatt rot. Wow. Jean-Pierre hat rot gesehen. Diakabi, Sucic und Schmid. Ja, und auch die beiden jeweils nur glatt rot. Sei es drum. Ich glaube, wir haben 2 Wochen Zeit, uns auf das Spiel vorzubereiten, denn da ist eine gefühlte Länderspielpause dazwischen, die uns aber nicht angezeigt wird. 150.000 für Jean-Pierre werden fällig, wenn er einen weiteren Einsatz bestreitet. Die gehen also weg. Schöne ist, John kann sich erholen, jetzt hier in der Woche ohne Spiel. Romo in der Mannschaft der Woche, das ist ja sensationell. Und dafür bekommt er natürlich das Lob und 5 Moralpunkte hinzu. Und dann ist doch mal Zeit für eine Autogrammstunde, wenn man so viel Zeit hier hat. Darüber hinaus haben wir ein Testspiel ausgemacht gegen FSV Wartenberg. Wollen uns warm schießen für das Spiel gegen die Frankfurter und damit in Form bringen. Schulungszentrum abgeschlossen. Ausgezeichnet. Würde gerne noch ein bisschen mehr in die Infrastruktur stecken. Haben noch 938.000 zur Verfügung, aber 14 Millionen in der Reserve. Insofern knapsen wir uns hier mal ein bisschen was ab. Nochmal 6 Millionen. Und das Präsidium akzeptiert die Anfrage. Und dann gehen wir doch mal in die Stadioninfrastruktur rein. Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich die Tatsache, dass unser Merch nicht noch mehr Profit abwerfen kann. Denn wir müssen den Fanartikelverkauf ausbauen, haben keinen Platz mehr, entwickeln aber hier mal Bonbons und ein Kindertrikot. Wahnsinn, was die Jungs alles können. Hier ist ja der Fanartikelverkauf. 800.000 sorgt aber scheinbar noch nicht dafür, dass wir mehr Fanartikel verkaufen können. Ja, da müssen wir so oder so dran. Wir könnten natürlich unser Bürogebäude hier mal ausbauen. Für 3 Millionen wird ein Monat dauern, 2 Mitarbeiter mehr möglich. Und das kann uns nur zugute stehen, wenn wir noch 2
Mitglieder unseres Staffs hier erweitern könnten. Insofern geben wir die 3 Millionen gerade aus. Und dann wartet auch schon Wartenberg. Name ist Programm. Wir gucken, mit welchen Spielern wir hier reingehen. Sucic darf. Bekommt die Chance für Eggestein. Romo in viele in sensationeller Form. Ist ja fast die Frage, wen. Wahnsinn. Petzen Darker darf sich warm schießen. Oder einer wird ersetzt durch Schmied. Einfach nur, um ein bisschen zu schonen. Und Jean-Pierre könnte auch zumindest durch Stindl am Anfang erstmal ersetzt werden. Keylor Navas darf spielen. Und Jong ist wieder fit, das ist das Schöne. Family Tide steigt mal glatt um 3 Punkte wegen der Autogrammstunde, die wir die Woche gemacht haben. Und dann fällt früh das 1:0. Ich steige hier sofort in die Partie ein. Hab sie tatsächlich im Textmodus an, das war ein Versehen. Redmond mit dem 1:0. Früh gegen Wartenberg, sehr schön. Sucic kommt rechts in den 16er zu Schuss. Und das ist 2:0 durch Rodrigo. Ich bin ehrlich zu euch, ich sag euch nur die Tore an. Ich denke, wir gewinnen. Es steht nach 12 Minuten. 2:0 nach einer knappen Kiste. Ball war aber dann doch hinter der Linie von Rodrigo. Und da steht's auch. Let's Blinter wirkt hier heute sehr entspannt. Er scheint von einem Sieg auszugehen. Und das ist das 3:0. Sucic trifft und nutzt seine Chance, wieder spielen zu dürfen. Halbe Stunde rum. Der vierte Treffer für uns. Lars Stindl trägt sich in die Torschützenliste ein. Nach einem Freistoß biegt genau über die Mauer, schlägt unerreichbar für Mahler oben rechts im Knick ein. Kurz nach dem Wiederanpfiff das 5:0 für den SC Freiburg. Petzen Darker macht sein Tor. Das freut mich besonders. Der muss sich warm schießen für das Spiel gegen Frankfurt, denn da soll er starten. Vorlage von Rodrigo auf rechts. Minute später direkt das 6. Tor. Es gibt einen Kantersieg. Redmond mit dem 2. Tor heute. Schön, dass der Ticker genau das gleiche schreibt. Das 7:0 kurz vor Ende. Viele Wechsel hatten das Spiel ein bisschen zerfahren. Pedersen ist eingewechselt worden, macht sein Tor. Sehr schön. Flanke kam von Schmied. 4 Minuten gibt es obendrauf. Bei einem 7:0 haarsträubend eigentlich. Aber auch die gefährden den Sieg nicht mehr. Wir machen in der Nachspielzeit noch das 8. durch Redmond. Der macht sich mal warm. Und damit gewinnen wir 8:0 gegen Wartenberg. Und damit sind wir nach meiner Auffassung sehr gut vorbereitet für das Frankfurt-Spiel. Offensiv fast jeder gescored. Nur Nico ohne direkte Torbeteiligung. Trotzdem eine 1,5 abgeräumt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nämlich am Mittwoch mit dem Spiel gegen Frankfurt. Und ihr habt in der Folge gesehen, wie wichtig das sein wird. Schaltet also gerne wieder ein. Und ihr kennt die zwei berühmten Sätze. Bald kommt Anstoß. Und drückt doch diesen Abo-Knopf unten. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns bald wieder bei Let's Blinter und im Fußballmanager 22. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.